Und hier sind wir wieder bei Nexor spielt Zelda, The Legend of Zelda, Oracle of Seasons. Ja, und wir haben in der letzten Folge nach einem Schlüssel gesucht, wie wir hier durchkommen und durch dieses komische Drehtürteil kommen. Jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir einen Schlüssel und wir öffnen jetzt gleich einfach mal diese Tür und gucken, dass wir nicht gleich von den Dingern hier attackiert werden. Wie kann ich den Schlüssel jetzt hier einsetzen? Ah, okay, wir müssen nur länger dagegen laufen. Das ist gemein. So, schnell raus hier. So, gucken wir mal. Also hier geht's da lang, da lang und da lang. Also in drei Richtungen geht's hier. Wo war man nicht? Wir waren da unten, waren wir schon. Ich glaube, ich muss nämlich wirklich, um hier weiterzukommen, gleich nachher erstmal hier lang. Ah, Hilfe! Ich will nicht schon wieder sterben. Sterben ist doof. Sterben macht keinen Spaß. Holen wir uns erstmal hier wieder ein paar Herzen. So, gucken wir, ob wir hier weiterkommen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich brauche noch einen Bossschlüssel für diese Höhle. Und dann muss man gucken, wie es weitergeht. Also hier oben kann man runterspringen, aber nicht hochspringen. Da unten geht's in einen Raum. Na super. So, wo kommen wir jetzt raus? Ah, jetzt kommen wir hier raus. Und wenn wir jetzt... Brauchen wir das Ding jetzt hier eigentlich überhaupt noch? Ich meine, wir kommen jetzt hier rein. Wir kommen hier rein. Wir kommen nach unten. Was brauchen wir dieses scheiß schöne Drehteil noch? Müssen wir mal gucken, ob wir es vielleicht wirklich noch für irgendwas brauchen können. Gehen wir nochmal nach hier unten. Gehen jetzt erstmal nochmal auf die andere Plattform nach da drüben. Da geht es nämlich nach oben, habe ich gesehen. Da müssen wir hoch. Lauf doch einen Schritt weiter, Link. Link hat Angst vorm Dunkeln. Link hat Angst vor doofen Spinnentieren, vor Flattermausis und vor Löchern. Und ich habe gleich schon wieder kein Leben mehr. Und oh Mann, oh. Na. Na. So, bleiben wir jetzt erstmal hier drauf und warten, bis dieses Ding hier rüberkommt. So, dann haben wir das hier. So, dann sind wir hier drauf und jetzt kommen wir auch gleich wieder ganz rüber. Wenn diese doofe Spinne und Fledermaus uns noch ein Herz gibt, dann wäre es echt schön. Tut sie aber nicht. Aber die... Nee, auch nur ein Rubin. Aber egal, wir haben jetzt 444 Rubine. Sehr geil. Und wir haben den großen Schlüssel. Mit dem großen Schlüssel können wir jetzt den Weg machen und ja, zum Bossgegner gehen. Ich würde auch sagen, das machen wir auch gleich mal. Wir müssen nämlich jetzt einmal hier rum wieder. Jetzt hier wieder zurück, weil sonst kommen wir nicht zum Bossgegner, oder? Ich glaube, der Bossgegner war direkt unter uns, genau. Und da kommen wir von unten rein. Nee, von oben rein. Okay. Heißt hier rüber, hier hoch. Hier wieder raus. Aua. Okay, ich hebe jetzt doch noch ein paar von den Vasen auf, in der Hoffnung, doch noch irgendwo Herzen drunter zu finden. Und nicht nur rote Rubine. Und muss natürlich aufpassen, dass diese Rennviecher mich nicht treffen. Und wenn die mich treffen, dann bin ich gleich wieder tot und dann können wir wieder von vorne anfangen. Ein Herz habe ich schon mal. Und noch einen roten Rubin. Also Rubinefarmen scheint hier drin in der Höhle richtig gut zu gehen. Da werde ich auf jeden Fall nachher nochmal hingehen, wenn es mal wieder mit Rubinen knapp ist. Aber ich glaube, mit 400 Rubinen wird es noch nicht so schnell knapp. Zapp. Ich weiß gar nicht, für was braucht man eigentlich im Spiel später noch viel Rubine. Ich meine, immer haben ist gut. Ich meine, ich habe auch am liebsten irgendwie 3 Playstations, 2 Xbox, einen gescheiten Computer, obwohl der reicht. Und, massig Kohle, um sie zu verprassen oder meine Freundin mal sowas einzuladen. Irgendwann wird die Tasche, glaube ich, auch ziemlich schwer, in der Link da seine ganzen Rupees da mit sich rumschleift. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen,
dass das doch... Ach nö, nicht schon wieder. Hin und wieder noch ein bisschen hinderlich ist. So, einmal kurz umswitchen. Hier brauchen wir die Bomben. So, gleich zwei auf einmal. Das ist sehr schön. Beide mit einem Streich. Und nochmal beide mit einem Streich. Das ist sehr schön. Da hole ich mir aber noch die Bomben. Und hier auch nochmal, auch wenn ich 10 Stück tragen kann. Das stört überhaupt nicht. Immer abernten, was geht. So, jetzt wieder das Drehrad. Das haben wir jetzt hier gerade umgestellt, damit wir hier... Es dreht sich immer um. Jetzt dreht sich es in die andere Richtung. Jetzt in die Richtung. Jetzt kommen wir hier unten wieder zum Bossgegner. Und irgendwas Großes mit viel Kraft. Das Maul. Irgendwas Maulendes, Großes mit viel Kraft. Also mehr weiß ich nicht. Müssen wir gleich gucken. Aber vorher gucke ich mal... Oh, fuck. Gucke ich mal, dass wir hier noch... noch mal ein paar Herzen sammeln. Ich hoffe mal, dass in den Fässern hier noch was drin ist. Keine Glutkerne. Herzen, bitte. Ich brauche Herz, Herz, Herz. Megaherz. Kiloherz, Gigaherz. Komm, gib mir Herzen, doofe Fässer. Gibt mir Herzen. Gibt mir Herzen. Ich will Herzen. Keine Rubine, Mensch. Herzen. Ach, zumindest mal eins. Ich sehe ihn schon wieder sterben. Ich glaube, es wird nichts. Wir probieren es trotzdem. Ab zum Bossgegner in diesem Dungeon. Wir haben den großen Schlüssel eingesetzt, um eben diese Höhle zu, betreten. Und los geht's. Wir haben ja noch, sind ja noch ausgerüstet mit, mit dem Schwert L1 plus Bomben. Also bloß man braucht hier Bomben. Anscheinend schon. Noch ins Maul. Heißt, ich brauche hier wieder Bomben. Ich habe schon gedacht, ich muss den irgendwie Vasen ins Maul werfen, wenn er sagt mit großer Kraft. Aber wenn das Ding lieber Bomben frisst, dann gebe ich dem doch Bomben. Und zwar bitte auf die B-Taste. Genau. So, wo bist du denn? Oh, da bist du. So. Ich weiß nicht, ob das dem wehtut oder nicht. Ich glaube... Irgendwie verpulver ich gerade meine Bomben an den. Aber... Bin mir echt nicht sicher, ob das hier was bringt, was ich mache. Gucken wir einfach mal, machen wir es einfach weiter so. Und gucken, dass er uns nicht trifft, der Gute. Komm, Kollege. Mach's Maul auf. Der will nicht. Der hat keine Lust mehr zu schlucken. Ich glaube, ich muss den... Ah! Ich habe eine Idee. Ah, lass mich mal das Schwert aus der Hand legen und dieses doofe Kraftamant nehmen. Und gib mir bitte eine Bombe. Der spuckt ja Feuerbälle. Ist ja gar nicht nett. So, nochmal das Ganze bitte. So, ich glaube, jetzt habe ich nämlich eine Idee, wie es geht. Aber da kann ich dich nicht aufpacken, Kollege. Komm mal hier bitte wieder rüber. Hier rüber. Hier, put, 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 put. Nicht auf mich drauf rennen. Ich will dich doch... Mann, oh. Halt.
Und genau, so geht das. Ah, ist ja gemein. Muss man erstmal drauf kommen auf sowas. Und nicht selber drauf springen, bitte. Also erstmal Bomben verpulvert wie nix. Oh je. Das wird noch heikel hier. Ich glaube, es könnte gefährlich werden. Wenn wir jetzt den noch 3 oder 4 Mal hier draufschmeißen müssen, dann kann es sein, dass wir hier... So. Und zack, drauf mit dir. Dann kann es sein, dass wir hier Probleme kriegen. So, vor allem darf der mich nicht treffen, wenn er auf mich drauf rennt. So. Komm, Kollege. Das wird jetzt gerade so risky da unten. Auf geht's, auf geht's. Och, Manno. Lauf auf mich zu. So. Aber ein knuffiges Gesicht macht er. Ich hab ihn. Ich habe ihn. Sehr genial. Und wir kriegen ein weiteres Herzteil dazu. Wir haben jetzt endlich 5 Herzen. Heißt, ich sterbe für euch nicht mehr ganz so schnell. Aber das habe ich euch schon das letzte Mal erzählt. Und bin irgendwie prompt drauf gestorben, kann das sein? Also, ich sag lieber nicht, dass ich jetzt irgendwie mehr Herzen habe und für euch jetzt weniger sterb. Weil ich wette, im nächsten Dungeon spätestens verrecke ich euch wieder wie am laufenden Meter. Und ja, das war jetzt einfach mal... ein Dino. Im ersten Dungeon hatten wir einen Drachen, jetzt haben wir einen Dino. Also auch mal knuffig. Hier geht's weiter und was haben wir eigentlich noch nicht erkundet? Ich glaube, wir haben noch einen einzigen Dungeon noch nicht. Noch einen einzigen Raum. Und hier kriegen wir unsere zweite Essenz. Und zwar hier gibt es die Essenz. Du erhältst die Gabe der Zeit. Eine Essenz der Natur. Die Saat keimt, wenn sich die Jahreszeiten durch die Gabe der Zeit ändern. Das finde ich ja genial. Jetzt langsam könnten wir es vielleicht doch nochmal probieren, in der Stadt vorbeizuschauen. Ich glaube, da habe ich nämlich noch ein paar Sachen, die ich jetzt machen kann mittlerweile. Und wir sind... Oh, hallo Makubaum. Was schickst du uns denn schon wieder für Nachrichten vorbei? Danke, Link. Mir wurde von einem Stück der Gabe der Zeit zugeteilt. Ich träumte eben vom Spindelsumpf im Westen. Etwas ist dort in Gange. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Du Schnarchsack, Mensch. Du, jetzt bist du so ein großer Baum und kriegst nicht mal mit, was irgendwie in keine Ahnung, 50 Meter von dir entfernt vorgeht. Ah, das ist doch zum aus der Rinde hopsen. Meine Güte. Aber wisst ihr was? Wir können mittlerweile Steine durch die Gegend schmeißen. Das finde ich sehr geil, weil jetzt können wir den ganzen Weg hier immer wieder abkürzen. Da, jetzt haben wir die Hexe. Komm, diesmal kriege ich dich, Hexe. Wo kommst du? Ja, ich habe die Hexe. Autsch. Pass doch auf, wo du hinläufst. Du hast soeben Martha, den Lehrling der großen Hexe Syrup, angerempelt. Syrup-Hexe, lecker. Meine Güte. Das ist ja eins der London-Eier. Die sind momentan der letzte Schrei bei den Mädels. Genau danach suche ich. Aber du bist ein Junge, damit kannst du nichts anfangen. Ich gebe dir meine Puppe dafür. Ich habe das London Eye gegen die seltsam aussehende komische Puppe. Fratzenpuppe getauscht. Ihr Anblick lässt dich erschaudern. Das ist meine Wiedergutmachung für unseren Zusammenprall. Tja, doofe Hexe. Aber immerhin. Aber ich muss nochmal mit dir zusammenprallen, weil die gute Dame, die hat noch ein paar andere Sachen auf Lager. Zum Beispiel, die hat die Ringe für uns, Münzen, Diamanten und andere Sachen. Aber ich kann auch bei dir ganz schön viel verlieren. Also müssen wir mal gucken, wie das hier weitergehen wird. So, also schon mal sehr gut, dass wir jetzt zumindest mal hier die Fratzenpuppe getauscht haben. Jetzt haben wir nämlich schon wieder den nächsten Teil eines Questes. Ich weiß noch nicht genau, für was wir die brauchen können. Eine
gruselige Puppe. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir wieder einen Gascha-Kern. Dann können wir uns auch mal ein Gascha-Kern-Beet suchen. Und, ja, gucken, wo wir den ganzen Dinger hier hinpflanzen können. Wir machen uns erstmal wieder zurück auf den Weg in Richtung Stadt, würde ich sagen. Bin ich da richtig hier? Nein. Ich glaube, wir müssen irgendwo hier jetzt erstmal kurz Winter machen, damit wir über das Wasser drüber kommen. Bam, bam, bram. Dam, dam, dam. Aua, doofes Ding. Da, da, ba, 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 ba. Da ist noch eine Fee, die füllt uns die Herzen auf. Da wollen wir nicht hin. Oder zumindest war es im alten Zelda so. Ich glaube, hier ist es noch genauso. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ich habe nämlich gerade volle Herzen. Aber hier ist dieser Baumstamm. Da ich immer noch leider nur ein einziges Teil habe, eine einzige Jahreszeit habe, kann ich auch leider nur Winter machen im Moment. Ich muss, glaube ich, gleich mal nachgucken, wer das geschrieben hat. Ich glaube, es war Dragon. Ich glaube, es war der Dragon, der geschrieben hat, dass es ja richtig spannend wird, wenn ich dann noch mehr Jahreszeiten in meinem Stab habe. Aber momentan habe ich leider, wie gesagt, immer noch nur den Winter. Also ihr müsst mir eine kalten Jahreszeit vorlieb nehmen. Ja, ich meine, hier bei uns im März ist auch gerade Winter. Also ich glaube, hier brauchen wir auch mal einen Link, der die Jahreszeiten wieder zurechtrückt. Jetzt ist momentan Frühling angesagt, verdammt nochmal. Nicht irgendwie so ein Dreckswinter. Weil ich meine, ich bin ja eigentlich ein Freund von Schnee und allem, aber langsam reicht's mal wieder. Also so ein bisschen zumindest. Und ja, gucken wir mal hier weiter. Ba, 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 ba. Hier gibt es auch nichts mehr zu holen. Ah, guck mal, hier oben war ich zum Beispiel noch nicht. Das habe ich, glaube ich, schon mal abgefackelt gehabt. Beim ersten Mal hier unten war ich auch noch nicht. Also, ihr dürftet noch ein paar Felder auf der Map erkennen, die ich noch nicht besucht habe, die ich im anderen Zelda schon besucht habe. Komm, wir machen mal, laufen wir jetzt kurz mal hier runter. Aber ich glaube, wir müssen hier nicht hin zur Glocke. Wohin müssen wir denn? Wir müssen in die Stadt zurück, habe ich gesagt. Was ich da will, weiß ich noch nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Stadt zurück. Jetzt trällert er sein Liedchen da. Hier unten, was machst du hier? Hallo? Es soll Tiere in der Wildnis geben, die zahm sind. Vielleicht findest du unter ihnen neue Freunde. Jo. Vielleicht findest du auch mal eine gescheite Stimme. Nee, brauch keine. Na gut, dann nicht. Dann gehe ich ihm hier noch ein bisschen gärtnern. Links, Lieblings... Ich wiederhole mich, ich weiß. Links, Lieblingsbeschäftigung, das Gärtnern. Bla, bla, bla. So, weiter geht's. Die hier sind immer noch beschäftigt, denke ich mal, mit ihrem kleinen Frodo. Dann machen wir mal hier weiter. Vielleicht können wir jetzt hier diese Steinpilze wegheben. Ich habe jetzt immerhin die Kraft, Steine zu heben. Dann gucken wir nochmal hier. Da, da, da. Oh. Ja. Geht nicht. Also, das kann ich leider nicht wegheben. Dann müssen wir mal... Ja, Gucken wir mal, ob es sonst noch irgendwo noch lang geht. Ich habe noch ein paar andere Durchgänge gesehen gehabt, die noch mit Steinen blockiert waren. Wo ich aber irgendwie bisher noch nie irgendwie hingekommen bin. Gucken wir mal, wo es denn hier weitergeht noch überall. Waren wir hier schon überall? Ja. Ah, weg, 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 weg. Komm, komm, geh weg. Mann, 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 die wiederholt sich immer so viel. Na gut, weiter geht's. Dam, dam, dam. Wir müssen jetzt echt mal ein bisschen gucken, dass wir schneller vorankommen. Ich verbringe die meiste Zeit der Let's Plays nur mit durch die Gegend latschen und dumme Sprüche von mir geben. Aber ich glaube, dafür ist ein Let's Play auch genau da, oder? Hm? Dumme Sprüche von sich geben und ein bisschen vor sich hinzocken? Ich weiß ja nicht. Aber, naja. Wir gucken mal, hier unten ging es nicht weiter, das merke ich. Kann man mit dem Bumerang hier vielleicht irgendwas machen? Gucken wir mal. Bumerang, Bumerang, Bumerang. Da haben wir einen Bumerang. Nee. Gut, dann gehen wir hier weiter. Da war auch nichts. Da ist auch nichts. In der Höhle war auch nichts. Es gibt so viele versteckte Gegenden, wo man in die man noch rein kann. Nein, ich will auch nicht zur Fee.
Ja, dann würde ich einfach sagen, wir machen gleich nochmal einen Cut. Diesmal ein bisschen pünktlicher. Ist immerhin schon wieder 20 Minuten rum. Und wir gucken mal, wo wir jetzt gleich noch hingehen. Ich glaube, wir machen jetzt gleich mal einen Abstecher nochmal nach oben. Komm, wir gucken jetzt erstmal nochmal hier ganz kurz. Ich will euch noch zeigen, wo es vielleicht noch demnächst hingehen kann. Das hier drüben sind nur die Löcher, oder? Ja, da ist nur ein Loch. Oh Mann, oh. Hier war noch ein Gascha-Beet, oder? Dann kann ich gleich mal den Gascha-Kern pflanzen. Ah, hier ist sogar ein fertiger Gascha-Kern. Okay, dann würde ich sagen, ich nehme den Gascha-Kern, eine Gascha-Nuss. Sieh nach, was in der steckt. Eine Flasche war in der Nuss. Eine Flasche. Okay, dann gucken wir mal, was diese Flasche macht. Beziehungsweise jetzt pflanzen wir hier erstmal nochmal kurz ein neues Gascha-Beet. Ja, ich möchte gerne einen Gascha-Kern pflanzen. Und gucken kurz mal, was wir da für eine Flasche geangelt haben. Eine Magieflasche. Füllt deine Herzen auf. Sehr genial. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt hier einfach mal kurz einen Cut. Genau da, wo wir angefangen haben, das Let's Play überhaupt zu starten. Und wir suchen in der nächsten Folge dann weiter, wenn es wieder heißt, Nexus spielt Let's Play Oracle of Seasons Zelda. Und bis später und nächste Woche.